7 Jahre Widerstand, das nimmt ja fast biblische Dimensionen an. Denke ich zum Beispiel, ja? Ich habe ganz übernachtet, das ist eine magische Zahl. Ja. Das ist eine magische Zahl. Das heißt also, wir stehen nächstes Jahr nicht mehr hier. Wollen wir wetten? Ich sage, wir stehen nächstes Jahr nicht mehr hier. Sag du das Gegenteil? Wir wetten vor der Kamera jetzt. Ich schätze, es geht bis nach der Bundestagswahl, aber ich hoffe früher, ja. Ja, also wir stehen nächstes Jahr nicht mehr hier. Wir stehen nächstes Jahr nicht mehr hier. Man könnte doch auch Stuttgart und Berlin vergleichen mit David und Goliath. Schwierig? Naja, ich weiß nicht. Wenn man alle die mit dazu rechnet, die jetzt nicht heute Abend hier stehen, aber die nicht einverstanden sind mit dieser Art von Politik, dann könnte das auch Goliath-Dimensionen annehmen. Ich habe das Gefühl, es werden immer mehr, die sich kritisch mit dieser Art von Politik auseinandersetzen, die zu so etwas wie Stuttgart 21 führt. Oder? Goliath? Gut, Goliath ist natürlich da, wo es Geld ist. Da ist immer Goliath. Es gibt beides, wie Volker Lösch in der Rede gesagt hat. Es gibt eben leider die Perspektivlosigkeit zum Teil bei vielen Leuten, die zur Richtung AfD geht, im Osten stärker als im Westen, aber auch in Baden-Württemberg sehr stark. Und es gibt ein Umdenken bei jungen Leuten auch und bei Leuten, die konkret in Problemen konfrontiert sind, die möglicherweise in eine demokratische oder linke Richtung gehen werden. Aber es ist ziemlich offen, wie es weitergehen wird, vor allem bei der Bundestagswahl, wie das Ergebnis sein wird. Aber 7 Jahre, das ist schon eine sehr lange Zeit. Können da die Berliner von den Stuttgartern was lernen? Ich weiß nicht, die Berliner ist einfach erstmal ein großes Kompliment an die Leute, die diese 7 Jahre hier aufrechterhalten. Weil es sind ja nicht nur wir, die wir immer zu den großen runden Demos anreisen. Winfried reist auch öfters an als ich. Es sind vor allen Dingen die auch immer da sind. Also die wirklich die Basis bilden, die da bei der Mahnwache stehen, die jeden Montag hier dabei sind und diesen Widerstand am Leben halten. Und es ist wichtig, dass er am Leben bleibt, damit er, wenn es denn mal richtig kracht und zur Sache geht, wieder auf bestimmte Touren kommen kann, so wie das vor 5 Jahren vielleicht mal der Fall war. Und das ist einfach grandios, dass das 7 Jahre lang funktioniert. Und da können nicht nur Berliner von lernen, da können alle diejenigen lernen, die sich für eine mutige, neue, emanzipierte Politik engagieren. Ja, ich möchte sogar sagen, das ist eine europaweite Angelegenheit. Ich bin oft in Florenz und Tiziano Cardosi hat mehrmals hier gesprochen in Stuttgart. Ich war jüngst vor 6 Wochen in Venedig gewesen, wo die Menschen gegen das Projekt Mose kämpfen, ein gigantisches Projekt zur Staumauern, um die Lagunenzerstörung zu stoppen, was aber zerstörerisch ist. Und überall war der Eindruck da, dass der Widerstand da viel, viel kleiner ist. Und warum jetzt hier in Stuttgart so groß ist, aber in Berlin beim BER, beim Flughafen nicht so groß ist, ist eine Frage, die man diskutieren muss. Ich glaube, es hat nichts mit Mentalität zu tun, nichts mit, dass die Leute hier anders wären. Es hat primär was zu tun, dass hier eben sehr hartnäckig viele Jahre gearbeitet wurde, dass eine Mischung ist von Leuten, die demokratisch engagiert sind, die fachmännisch engagiert sind in Bezug auf Schiene, Leute, die ethisch engagiert sind, Leute, die vor allem auch bei den Grünen sich abgewendet haben und sich neu orientieren und vor allem auch, siehe die Musik, Leute, die kreativ und künstlerisch tätig sind. Das ist hier eine ganz tolle Mischung, die wirklich Schule machen sollte, bundesweit oder auch europaweit. Genau, nach dem wollte ich fragen, nach der Rolle der Kulturpolitik. Inwiefern Kulturpolitik? Theater, was kann Theater bewirken? Theater kann sich, sofern es das will, einmischen in die Debatten, die gesellschaftlichen, und sich positionieren und Kunst aus einer bestimmten Haltung heraus machen. Ja? Mit allen Widersprüchen, allen Ambivalenzen, die Kunst haben muss, mit allen Abstufungen und allen Variationen, die es gibt. Aber das haben wir ja hier gesehen, wie sich Kunst auch in die Belange einer Stadt einmischen kann, wie sie partizipieren kann und wie sie letztlich auch Bürger durch ihre Projekte vertreten kann. Also in Bälde wird ja auch wieder die Intendanz frei bei dem Staatstheater hier. Reizt Sie das? Ich habe mich um so Sachen immer dann gekümmert, wenn mich jemand gefragt hat. Also ich bin keiner, der sich bewirbt oder der irgendwelche Mappen irgendwo hinschickt. Ich habe einfach zu viele andere Sachen zu tun und bin eigentlich gut unterwegs in sehr vielen Städten hier in Deutschland, was auch den Blick öffnet für grundsätzliche Situationen und für politische Situationen in Deutschland. Also das ist eigentlich gut, dass ich in vielen Gegenden arbeite und somit sehr viel von der Stimmung mitbekomme in den unterschiedlichsten Regionen in Deutschland. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Bitte. Ciao.